Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind beim Finale der Questreihe The Terror Group Trail angekommen. Also bei Part 19, bei dem wir bei Nacht auf Shoreline 7 Feinde, egal ob Scav, PMC oder Bosse töten, danach am Pier auf dem Leuchtturm eine Yellow Flare zünden und noch lebend zum Exit kommen müssen. Für mich und Diablo war das Finale doppelt spannend, weil wir so knapp dran waren, dass wir erst in der Nacht vorm Wipe zum Finale kamen und es mittlerweile auch schon 3 Uhr morgens war. Dazu kam noch, dass natürlich auch viele andere auch noch mit dem Finale zu schaffen hatten und wir beide in einem Raid innerhalb der Zeit, ohne zu sterben, alle Kills bekommen mussten. Wir sind das Finale im Buddy-Prinzip angegangen, sodass Diablo erstmal seine Kills bekommen sollte und ich ihm erstmal helfen wollte, sicher rauszukommen, damit es im Zweifelsfall wenigstens einer schafft, die Questreihe noch vorm Wipe rechtzeitig abzuschließen. Ob wir oder wenigstens einer von uns das Finale noch erfolgreich abschließen konnte, seht ihr in diesem Video in voller Länge. Haut mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch diesen Wipe über die 2 weiteren Stash reinfreuen könnt oder ob ihr es leider nicht geschafft habt. Falls ihr die anderen Parts der Questreihe verpasst habt, schaut gerne auf YouTube in meiner Escape from Tarkov Playlist nach, da habe ich alle Parts mit Videomaterial festgehalten. Das war's aber an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und für euren Support. Wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Da vorne rennt was. Scav. Rennt die Straße rechts runter. Da. Hast du gesehen? Ist hinterm Berg. Ja, hab ich gesehen, ja. Viel Spaß. Wenn ich stehen bleib, ne? Ja, rushing doch zur Not einfach. Den einen hast du? Waren das 2? Und den ist der andere nicht links um die Ecke? Weiß ich nicht. Ich guck mal. Ich seh deinen Laser. Die Sau. Ja, geht. Ich bin's. Das war der. Ach so. Ich renn weiter vor. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass immer noch Leute auch ganz normal die Bosse und die anderen Insulin-Dinger da machen, ne? Ja, können sie ja machen. Alter, wie viele Nades, Junge. So, jetzt könnte einer auf dem Tower sein. Schwarz-grau. Thermal ist jetzt billig, echt. Was? Thermal ist jetzt billig, sagt Lado. Okay, hier scheint noch aber kein... aber meistens ausverkauft, ne? Scheint noch kein anderer Scav zu sein. Wo bist du? Ne, hier ist noch kein anderes Scav. Gucken wir Baustelle. Ja. Dieses Wetter. Bleib immer ein bisschen hinter mir, bitte. Dass wir uns nicht beide kriegen. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Hier sieht das irgendwie besser ja, aus als das ist ein Scav. Das ist ein Scav. Hier hinten. Bei. Da, vorne, an rechts unten.
Siehst du ihn? Hat Taschenlampe an. Komm mit. Fuck. Hab ich ihn erwischt? Keine Ahnung. Taschenlampe. Hat er die Taschenlampe ausgemacht oder was? Siehst du mich auf der Straße? Beobachte mich bitte. Ich bin das auf der Straße. Hier vorne ist er. Ja, er ist hier vorne, direkt am Eingang, am zweiten. Da, gucke. Siehst du ihn? Er geht auf mich zu. Er ist auf der Straße jetzt. Junge. Boah, weißt du was? Genau. Feier doch einfach rum, Junge. Nächstes Mal markiere ich gleich mit dem Laser. Das sind jetzt zwei gewesen, ne? Ne, drei mit dem anderen Scarf. Noch vier. Ja, dann hoch zum Radarturm, oder? Ja. Da ist die Flare. Der erste ist fertig. Der kommt auf jeden Fall nicht nochmal hoch zum Radarturm. Können hier jetzt die Goons sein oder sind hier Nein. jetzt die Goons? Die sind immer noch vorne bei der Villa. Sehe gerade kein. Drin ist ein Spieler. Oder ein Scuff. Das ist ein Scuff. Okay, dann rush ihn doch drinnen. Ist er tot? Ja. Okay. War der nur alleine oder? Ich guck gerade. Ja, hier drinnen war er alleine. So, dann komm mit zur Power Station. Da noch die Sniper Scuffs hin. Die kriegst du meiner Meinung nach von hier unten noch ganz gut, ohne dass du da vorne stehst. Dieses scheiß Nachtsicht erst richtig einstellen. Er ist noch nicht verstellt, Alter. Fässer auf 100 und zur Not Brightness einfach noch ein Stück heller machen. Granaten.
Sniper scuffe sich oben keinen mehr. Ne. Ich gehe nochmal unten zur Pumping rein. Bleib du hier. Hier ist alles mögliche tot. Hier sind 1, 2 tote Scuffs oder so. Oh, 2 tote Scuffs. Naja, Euro ja. Muss ja auch seine Kills hierher gemacht haben. Hm. Oh, hier lebt keiner mehr. Auf der Seite weiter hoch gucken, Busstelle gleich, Bushalte oder? Der Bushalte? Mhm. Können wir mal gehen. 4 von 7. 3 Stück noch. Ja, beim... 3 Kills. Tankstelle auch. Und so wird keiner mehr sein, weil die wird der Typ, der als erstes die Flare geschossen hat, schon weggemacht haben. Ja, lass uns mal da zur Bushaltestelle rüber gucken. Oh Gott. Hier liegt ein Spieler. Mhm. Ist das schon wieder hell? Nein. Nein. Hier sind Scuffs. Einer ist beim Bus. Also komm mit hoch. Ich renn schon hier vorne. Wo bist du? Ich guck gerade, ob das da ein Scuff ist oder nicht. Ich geh von hinten raus ran hier. Warte, ja, ich geh da ran, ich leuchte die an, damit du sie siehst. Guck mal kurz rein. Drin ist keiner, wie scheint. Aber vorne. Hinterm Bus. Nee, hier rechts. Direkt neben mir. Oh, aua, aua, aua. Jetzt rechts, ja genau, jetzt links gleich. Was? Da draußen, geh in Deckung bitte. Geh in Deckung. Ja. Ich bin Nate. Versuch das mal mit Laser, anstatt da durchzuziehen auf nahe Entfernung. Kannst du keine Taschenlampe zur Not anmachen? Das war aber nicht der, da fehlt glaube ich noch einer. Ja, ja. Den hinten am Bus habe ich gesehen. Okay. Jetzt noch 2, ne? Ich scheuche den mal auf. Ist keiner mehr? Nein. Er ist immer noch beim Bus. Komm mit. Ach, das war süß, okay. Okay. Hast du ihn? Ja. Okay. Ich mach eben eine Blutung. Ich muss auch mal meinen Arm wiederholen. Ich würde sagen, jetzt runter. Tatsächlich nochmal gucken, ob vielleicht doch Tankstelle wieder was gespawnt ist. Ansonsten zur Insel. Und von da aus dann wieder zum Leuchtturm. Ja,
Ich würde es nicht mehr schaffen. Brauchen viel zu lange. Nee, dafür sind zu wenige da. Nee, das meine ich nicht. Auch danach den Raid werde ich es nicht schaffen. Von der Zeit her passt das nicht. In der Ditch können da auch welche sein, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, gegen die Bloodhounds sollten wir jetzt nicht kämpfen, falls sie hier sind, ne? Was laufen wir? Ich bin hier oben gelaufen, ich weiß nicht. Ich höre noch einen Skeff labern. Bist du wahrscheinlich unten am Strand. Nee, da vorne. Da stehst du. Hast du ihn? Hab ihn. Na dann, warte, lass mich darüber laufen, bevor da einer abcampt. Dann gehe ich den Weg als allererstes. Dass du im Kutuse, als wenn ich eine Flare zünde. Vielleicht ist der Pierboot auch offen, dann kann man da raus. Ja. Wie gesagt, bleib gleich erstmal kurz hinter mir wieder. Noch einen Skaff. Warte, den hole ich mir aber. Was ist er denn? Soll ich noch die Boys? Nein. Ist weg. Das war einer. So, jetzt renne ich da eben kurz hoch, du bleibst kurz hier. Hm.
schießt nichts auf mich bis jetzt. Kannst, glaube ich, langsam hinterherkommen. Schießt immer noch nichts auf mich. Leg sie auf eine Kurzwahltaste. Oder 5 oder so, genau. Kommen wir ganz hoch. So, bitteschön. Okay. Hat gezählt? Ja. So, jetzt gucken. Geh mal nach ganz unten und gucke, was in der Quest steht. Survive and extract. Ah, okay. Ich gucke, ob Dings Pierwood offen ist. Ja, bitte. Ist offen. Okay, ich komme. Bei mir wird's echt knapp, ne? Überleg, ob ich noch ob ich selber hier bleibe und noch gucke, ob ich was für Opis hinkriege. Achso, wenn du versuchst oder was? Ob ich noch oben 6 Stück finde, weißt du? Weiß es nicht. Vorne Insel? Ich hab noch 17 Minuten, ne? Hast du ja, Essen trinken? Was hast du denn in den Ausgang? Na, hinten Piro, Quatsch, Tunnel. Ich probier's, ansonsten schaffe ich das nicht. Essen trinken hab ich dabei, brauchst du was? Ja, gib mir mal Essen bitte, schnell. Schmeiß mal hin da einfach. Einfach hinschmeißen. Okay, ich danke. Ich geh ohne Rucksack raus. Jo. Egal. Ja, aber du musst ja dann noch wieder hierher und zurück, ne? Mhm. Wegen der Flair. Sechs raus. Ja, ich würde vorne Insel versuchen. Insel und Dorf. Ja, auf der Straße sind ja auch noch welche. Mhm.
Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du denn noch? Was findest? Wie viel Zeit du auf dieser Map noch hast? 13. Mit knapper Reno. Ja. Da können auch noch zwei rumlaufen. Ja. Einer ist hier noch. Das wird hier laufen. Wohin? Ich schmeiß eine Granate, dann schreit er doch. Okay, jetzt muss ich auf der Insel noch um zwei hoffen und dann... Das ist fünf. Aber machbar. Gut, dass jetzt da drei rumfahren. Normalerweise sind in der Straße auch mehr wie einer. Ja, eigentlich schon. Zwei hast du gleich gehört. Hat sich nicht gut angehört. Nee, da liegt schon eine Leiche. Das waren schon alle. Jo, Attacke! Was, der ist jetzt 6? Hab ich nicht. Schaffst du aber.
habe den Kompetenzpunkt. Gas geben, ihr Penner. Ja, Doc, ich bin dabei, Alter. Also, das wegschmeißt, gut. Ich bin ja nicht mehr überladen. Ich hab das mit der grünen Flair, Alter. Ich hab die scheiß Pistole drauf. Klingen. Und jetzt zielen? Oder wie mach ich das? Gerade nach oben. Rechtsklick, linksklick. Yes! Yo. Und weg hier. Zu schaffen. Gear 4. Oh, voila. Jo, ne? Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Also entweder haben die jetzt mehr
Bounty macht für die? Oh Gott. Eine Questreihe geht zu Ende. Oh. Eine Legende. Eine Legende, eine Ära. Alter Schöne. GG. Oh, Entschuldigung. Yo. Vielen lieben Dank, Dogmaster. Alter Schwede. Wie ist das? Viertel vor vier. Alter. Viertel vor vier. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass ich... Sieben? Ich kann nicht zählen, oder? Ich kann nicht mal mehr zählen. Warte, ganz kurz. Kurz. Ich muss kurz diesen Moment... Oh. Okay, das musste sein. Usenas, sowas von feucht. Ich bin stolz auf euch. Danke, Dogmaster. So, wir gehen nochmal talking. So, war nochmal eine anstrengende vierte Session. Wir haben es geschafft. Vom Vibe. Auch wenn zeitliche Differenzen da waren, wir haben es noch hinbekommen. Ja, meine Freunde, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich danke vielmals für die Unterstützung von sämtlichen Leuten. Dogmaster, Dexter, Tobi, wer auch immer alles mitgeholfen hat, Vlado etc. pp. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Vielen lieben Dank fürs Helfen. Vielen lieben Dank fürs Mitfiebern an alle von euch natürlich. Jetzt verabschiede ich mich in die Nacht. Wer das hier als VOD sieht, danke wie gesagt nochmal. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche, falls man sich nicht mehr sieht. Es war mir wie immer eine Ehre, für euch streamen zu dürfen. Und damit bin ich raus und rein. Bis zum nächsten Mal.